Diese Tasse befand sich 70 Jahre lang in einem Museum. Was sie nicht wussten, war, dass sich im Inneren der Tasse ein wertvoller Schatz versteckte. Der Zweite Weltkrieg war eine schreckliche Zeit, die viel Unheil und Zerstörung angerichtet hat. Obwohl der Krieg vorbei ist, bleiben noch viele traurige Erinnerungen an diese Zeit zurück, wie zum Beispiel das Konzentrationslager. Jeden Tag wurden mehr als 1000 Menschen aus ihren Häusern gerissen und in das Konzentrationslager gebracht. Dabei war es strengstens verboten, persönliche Gegenstände mitzunehmen. Die meisten dieser Leute waren Juden. Mehr als 1 Million Juden wurden in den bekannten Konzentrationslager namens Auschwitz hingerichtet. Heute ist dieses Konzentrationslager ein Museum und ein Symbol des Holocausts, dem physischen Ort der Erinnerung. In über 70 Jahren Tätigkeit hat das Museum Tausende von Besuchern empfangen, die materielle Funde des Lebens im Konzentrationslager zeigen. Aber einer von diesen Funden versteckt ein unglaubliches Geheimnis in sich. Als das Museum eines Tages die Sachen für eine Ausstellung vorbereitete, bemerkten die Museummitarbeiter etwas sehr Seltsames in einer über 70 Jahre alten Tasse, die einem damaligen Insasse gehört hatte. Bei der Untersuchung stellten die Forscher fest, dass diese Tasse einen doppelten Boden hatte, und das aus einem ganz besonderen Grund. In den doppelten Boden war ein Ring und eine Kette versteckt. Der Besitzer dieser Tasse hat daran gedacht, einen Ring und eine Halskette in den doppelten Boden zu verstecken. Wahrscheinlich wollte der Insasse den Schmuck für eine Flucht oder als Ausgangspunkt für ein neues Leben außerhalb des Konzentrationslagers zum Verkauf nutzen. Wem die Kette und der Ring eines Tages mal gehört hatte, wird wohl nie geklärt werden können. Das Museum hat dazu keine Hinweise finden können. Die Besitzer solcher Gegenstände bleiben meist anonym, weil es keine Spuren auf den Objekten gibt, um sie zu identifizieren können. Dieses Objekt erzählt uns ein Stück Geschichte und ein weiterer Beweis für die Grausamkeit des nationalsozialistischen Regimes.